Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von EBTTV. Wir melden uns heute hier aus der Halle, aus der Samariterstraße, zu einem ganz besonderen Spieltag. Zum dritten Spieltag in der Regionalliga Lord und in der Oberliga. Und zwar zweite Mannschaft SG EBT Berlin und dritte Mannschaft von der SG EBT Berlin heute im Einsatz. Deswegen auch heute wieder neben mir mein kongenialer Partner Markus. Hallo, erstmal herzlich willkommen. Hi Bastian und natürlich auch hallo, liebe EBT TV Zuschauer. Von meiner Seite auch nochmal natürlich herzlich willkommen zu dieser Exklusivausgabe, will ich jetzt mal. Exklusivausgabe von EBT TV hier zum Saison- oder zum Heimauftakt der zweiten und dritten Mannschaft. Du hast es angesprochen, Regionalliga Nord und Oberliga Nord, das sind die beiden Ligen der beiden Mannschaften. Und so wie wir in der Oberliga Nord seid auch ihr in der Regionalliga ja sehr erfolgreich ins Wochen- oder in die Saison gestartet. Erzähl ganz kurz. Genau, also wir haben vor zwei Wochen unsere ersten beiden Spieltage gehabt. Wir haben auswärts gespielt bei Schleswig 09 und beim SSW Hamburg und konnten beide Spiele eigentlich relativ souverän 7-1 gewinnen. Das heißt, wir sind jetzt Tabellenführer in der Regionalliga und empfangen heute mit zwei hochkarätigen Mannschaften. Die sind allerdings nur Siebter und Achter. Das täuscht ein bisschen. Das ist ja auch auf der EBT-Seite in dem Bericht kurz erwähnt. Also BV Gifhorn, einer der Mitaufstiegskandidaten. Heute aber, wir sind hier als Tabellenführer am Start. Und mal gucken, ob wir uns da heute schlagen können gegen die beiden. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Ja. Ja. Nein, wir haben den Saisonbeginn auch relativ erfolgreich gestartet. Wir haben bei Maschen 8-0 gewonnen. Relativ souverän, aber auch überraschend. Ich hätte Maschen etwas stärker eingeschätzt. Und am darauf folgenden Sonntag dann in Peine ein 4-4. Wobei das, muss ich sagen, etwas ärgerlich ist. Da war ein bisschen mehr drin, aber ich denke, 4-4 in Peine ist in Ordnung. Und wir sind jetzt aktuell Zweiter in der Tabelle und empfangen jetzt den BVG von und morgen dann Länge der Fächelde, die beiden mutmaßlich stärksten der Liga. Schauen wir mal, wo es dahin geht. Wenn du jetzt einen kleinen Vorausblick geben könntest, also wie sieht eure Mannschaftsaufstellung aus? Seid ihr gut aufgestellt heute? Wie tritt der Gegner an? Also wir sind... Wie der Gegner antritt, ist natürlich das gleiche Spiel wie bei uns so ein bisschen. Ihr spielt gegen Gifhorn 2, wir spielen gegen Gifhorn 3. Die können natürlich ebenso pokern wie wir, von daher lasse ich mich da mal so ein bisschen überraschen. Sicherlich gibt es die Spieler oder Spielerinnen, die sicherlich gesetzt sind. Bei uns sieht es so aus, dass Anja Buchert ja bei euch dieses Wochenende spielt und erstmals Anne Fürschner, Neuzugang von Tempelhof, ihr Oberliga-Debüt geben wird. Maike Behrens hat richtig gut gespielt zum Saisonstart, wird auch wieder mit dabei sein. Und bei den Herren werden wir mit Francis, mit Olli Witte, mit meiner Person, mit Borg Gerbsch und mit Joey Michel spielen. Okay, also das ist ja im Grunde genommen so die Stammelf, die Starting Five, die Starting Seven, die man so erwarten konnte in der Oberliga. Genau. Wie ist es bei euch? Ihr seid, könnt auch voll antreten, glaube ich. Genau, ne? Wir haben ja ein relativ offenes Feld immer. Das heißt, wir haben ja Bin Chen und so weiter auch gemeldet bei uns, wobei der natürlich eher für die erste Liga am Start sein wird. Aber wir spielen vorneweg mit Sven Erik auch in dieser Woche wieder. Ich werde heute auch wieder daran teilnehmen. Ich war jetzt zwei Wochen krank, aber das ist topfit, wie immer. Du bist ja hart im Nehmen genau. Quasi. Genau. Und dann werden wir natürlich mit Jan Bosutzki spielen, der am ersten Spieltag unten bei euch gespielt hat und euch da unterstützt hat. Und dann Robert Franke, klar, doppelt und im Einzel wieder einsatzbereit. Ja. Und der ist immer heiß. Ich muss auch sagen, ich habe auch in den letzten Tagen gemerkt, dass bei den Spielern auch nochmal wirklich die Saison hat begonnen. Man ist zwar noch nicht richtig drin, aber alle sind heiß. Alle möchten jetzt auch den Heimauftakt einfach feiern und gucken. Vielleicht wird es auch erfolgreich. Ja. Und genau, nur um es abzuschließen, also bei den Damen heute ein bisschen veränderte Form aufgrund von persönlichen Geschichten haben wir heute Lisa Deichgräber nicht dabei, die ist in der nicht zur Verfügung, aber dafür, wie gesagt, Anja Buchert, die uns unterstützen kann. Genau. Also das ist eine tolle Sache heute. Wir werden heute Vollgas geben und wir werden später auch noch mal ein paar Interviews führen mit den jeweiligen Mannschaftsführern, wenn die noch Zeit für uns haben. Und natürlich gibt es auch wieder bewegte Bilder von den Spielen heute. Sehr gut. Freue ich mich drauf und freue mich, dich in Aktion zu sehen. Wünsche dir viel Glück heute. Zuschauer von EBTTV, der Spieltag, der dritte Spieltag in der Regionalliga und in der Oberliga ist vorbei. Es gab erfolgreiche Ergebnisse, kann man sagen, für beide Mannschaften bei EBT. EBT 2 spielt 4-4 gegen BV Gifhorn 2 und die dritte Mannschaft gewinnt sogar zu Hause 5-3 und kann damit einen gewissen Aufstiegstrend
ja, vielleicht doch wahr machen. Markus, wie ist euer Spiel? Ja, also abgelaufen. Ich sag mal, das böse A-Wort, das so wie Eintracht Braunschweig es ja in der zweiten Fußball-Bundesliga nennt, würde ich jetzt definitiv nicht im Mund nehmen. Das Ziel ist ganz klar Klasse halten. Dadurch, dass ich die Oberliga-Staffeln, ich hatte es im Vorfeld mal in einem Bericht geschrieben, die Oberliga-Staffeln werden sich ja ändern. Von daher werden mehr Leute absteigen oder mehr Mannschaften absteigen. Von daher ist das Ziel ganz klar drinbleiben. Und ja, ich sag mal, mit dem Heimsieg heute gegen einen der besten Teams oder einen der besten der Aufstiegsaspiranten der Oberliga ist dieses Ziel sicherlich in greifbare Nähe gerückt. Und wir haben uns schon jetzt doch eine komfortable Situation geschaffen. Und gut, wir müssen gucken, morgen gegen Lengede. Aber bei euch war auch relativ eng, 4-4 im Mix war es dann auch am Ende sozusagen, stand es auch so ein bisschen auf Messerschneide. Richtig. War schade, ne? Ja, war ein ganz ähnliches Ding, obwohl wir gegen Gute gespielt haben. Wir haben gegen Daniel Porat, Sonja Schlösser gespielt, die in den deutschen Ranglisten auch weit oben mit dabei sind. Anne und ich müssen uns noch so ein bisschen finden. Das heißt, mit der 4-3-Führung und dem Mixed, ja, das konnte man schon fast voraussehen, dass es eventuell ein 4-4 wird. Aber wir sind eigentlich mit dem Unentschieden ganz zufrieden. Das waren somit die stärksten Gegner, die wir zu erwarten haben in der Liga. Und das ist eigentlich schon in Ordnung. Ja. Hätte man mich vorher gefragt, hätte ich gesagt 5-3. Jetzt im Nachhinein ist man eigentlich mit dem 4-4 schon ganz zufrieden. Ja. Lass uns über dein Spiel sprechen. Das haben wir ja auch im Bild leider nicht so oft mit dabei gehabt heute. Es gibt ja mehrere Ausschnitte von dem Spiel der zweiten Mannschaft. Ihr habt relativ schnell 3-0 geführt. Ja. Starke Performance von den Damen und auch im ersten Herrendoppel. Aber sag doch noch zwei, drei Worte dazu. Ja, also wir haben ja unsere letztjährige Schwäche quasi, dass die Doppel immer nicht gekommen sind und wir immer relativ schnell zurücklagen im letzten Jahr, haben wir in diesem Jahr bisher ablegen können. Du hast es angesprochen, wir haben relativ schnell 3-0 geführt mit dem Damendoppel und dem ersten Herrendoppel. Anne hat ein super Einzel hinterhergelegt und dann stand es 3-0. Ja, und dann kam Franzis und ich im zweiten Doppel gegen Diekhoff und Belke. Kein schlechtes Doppel in meinen Augen und das war wirklich ein enges Höschen, wie man so schön sagt. Erster Satz noch knapp mit 22-20 gewonnen, im zweiten ging mir dann so ein bisschen der Kopf weg, sage ich mal so. Und im dritten haben wir zurückgelegen, haben uns dann aber nochmal gut rangekämpft und dann war es am Ende ein Spiel hüben wie drüben mit Fehlern und tollen Ballwechseln und leider 21-19 verloren und haben wir leider noch nicht den Sack zumachen können, ne? sodass es dann 3-1 stand und aber gut, am Ende ist es noch gut geworden. Wir waren dann in den ersten beiden Einzeln sehr, sehr stark. Franzis und Olli haben wirklich zwei richtig gute Spiele gemacht und dann haben wir das Ding da auch dann gewonnen quasi. Gut, ganz zum Schluss, in deinem letzten Spiel, ihr habt 5-2 geführt, du hast noch das Mix gespielt mit Maike. Gab es eine kleine kurze Schocksituation, du hast dich so ein bisschen vertreten, ist da jetzt was Schlimmes passiert? Nein, ich denke nicht, also Borg guckt sich das nachher noch mal ein bisschen an, aber es war nur ein bisschen vertreten und die Energie vom Sprung, weil ich halt gerade gesprungen bin und die Energie vom Sprung ist komplett in den Rücken gegangen und dann hat es einen kleinen Schlag gegeben im Rücken, aber das ist okay, ich denke, das wird morgen wieder in Ordnung sein, dass wir dann auch morgen fit fürs Mix bzw. fürs Doppel dann gegen Lengede sind. Gut, morgen geht es dann weiter für uns gegen den PSV Bremen und für euch gegen Lengede Vechelde. Ganz starkes Team mit wirklich renommierten Spielern in ihren Reihen, die im U19-Bereich aber auch noch aktuell wirklich sehr stark sind. Ein, zwei Worte vielleicht dazu, dass wir unseren Zuschauern vielleicht eine kleine Vorschau machen können, dass sie uns morgen natürlich um 10 Uhr hier in der Samariterstraße unterstützen können. Genau. Also Lengede Vechelde, letztjährig knapp am Aufstieg gescheitert, haben sich nochmals ein Stück weit verbessert, beziehungsweise sind auf keinen Fall schlechter geworden. Sie haben die letzten beiden Spiele souverän gewonnen. Ich denke, sie werden auch heute gegen den Siemensstädter Verein gewonnen haben, sodass uns morgen quasi der aktuelle Tabellenführer besucht. Und mit dem Sieg heute gegen Gifhorn sind wir Tabellenzweiter. Also ein echtes Topspiel morgen um 10 hier in der Samariterstraße. Und ich freue mich drauf. Also morgen vorbeikommen, 10 Uhr. Wer das Internet noch sieht, das wird jetzt gleich in den Schnitt gehen und dann, denke ich mal, heute Nacht online sein. Ja. Wird noch ein langer Abend für uns, aber kein Problem, das ziehen wir durch. Na. Also sehen wir uns morgen kurz vor 10 hier in der Samariterstraße. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Schönen Abend noch. Macht's gut. Ciao.